A Taste of Balance ist das Motto des 13. kulinarischen Kinos der Berlinale. Ausgewogenheit ist das Thema, was in allen unseren Filmen vorkommt. Und das ist ja kein Wunder, denn in der Küche wird sehr, sehr viel gewogen, entweder aufs Gramm genau wie bei den Patissiers oder locker aus dem Bauch heraus mit Gefühl. Balance ist ein Thema, was sehr häufig im Zusammenhang mit Frauen genannt wird. Und es ist leider so, dass Frauen in den wichtigen Positionen der Spitzengastronomie leider keinen Platz finden. Der Film dazu kommt aus Kanada, heißt The Heat, A Kitchen Revolution. Und in dem tauchen nicht nur Sterneköchinnen auf. Wie schaffen es nun, Frauen die Vorurteile zu durchbrechen und Spitzengastronominnen zu werden? Wir zeigen zwei Folgen aus der beliebten Serie Chef's Table, in denen es Frauen schaffen. Wir zeigen aber auch Filme von Frauen über Frauen, die in Krisensituationen stehen, wie zum Beispiel die Bäuerinnen in den Anden, deren Existenz vom Klimawandel bedroht ist, oder griechische Bäuerinnen, die versuchen, mit Biotomaten auf dem Markt Erfolg zu haben, oder das Schicksal einer sehr einsamen alten Hirtin im Norden des Iran. Ein Film macht Mut. Wir wollten ja schon immer in Harmonie mit der Natur leben, sagt der Filmer und Farmer John Chester in The Biggest Little Farm. Und das ist uns gelungen durch ein angenehmes Maß an Disharmonie. Das erinnert an das uralte Spiel der Kräfte, um die es in dem indonesischen Spielfilm Aruna and Her Palette geht, an die Liebe. Mit viel Liebe kochen bei uns die Sterneköchin Angela Hartnett aus London, Chaya Molcho, Chefin der Neni-Restaurants in Berlin und 8 weiteren Städten. Es wird dabei sein Kiko Moya aus Alicante, Spanien, 2 Sterne. Und aus Berlin 2 Sterne-Koch Sebastian Frank und Tedo Kno. Bleiben Sie uns gewogen beim kulinarischen Kino. Vielen Dank.